Ja, in diesem Jahr sind insbesondere drei Trends abzulesen. Das ist natürlich das ganz große Thema Nachhaltigkeit, das sich wirklich durch alle Bereiche auch zieht, von der Architektur ins Interior Design bis hin zu den Produkten und den Leistungen. Das hat eine große Bedeutung und wird weiterhin eine große Bedeutung haben. Zweites Megathema sicherlich Konnektivität. Vielleicht gar nicht immer bei der künstlichen Intelligenz in der Sichtbarkeit an den Produkten, in den Leistungen, aber natürlich auch, dass der Entwicklungsprozess immer stärker datengetrieben ist. Und für mich ein entscheidender Trend ist natürlich der Mehrwert. Also wirklich hier auch differenziert zu schauen, welcher Mehrwert liegt in einer Produktneuentwicklung. Also ein bisschen die Sinnfrage vielleicht zu stellen, warum und wofür braucht es jetzt noch wieder ein neues Produkt.